Ja, Mahlzeit. Oder auch einen schönen guten Tag. Das ist Feine Pakete auspacken, Teil 16, endlich mal wieder. Es war ja jetzt lange Zeit nichts und zwar gab es für mich jetzt nicht so viel zu kaufen, beziehungsweise gab es auch nicht die Angebote. Und unter anderem ist der Königstiger ja auch neu, den habe ich bisher noch gar nicht in einem Feine Pakete auspacken Video gezeigt, weil ich ihn nämlich halt schon auch schon ausgepackt habe. Genau das gleiche mit der Mandalorianer Schmiede. Die beiden Pakete, die habe ich dann einfach schon ausgepackt. Da konnte ich und wollte ich nicht länger warten. Auf jeden Fall nur noch mal, um das erwähnt zu haben. Und dann werden wir uns die Pakete angucken. Unter anderem ist, ja, es ist mal wieder eine obligatorische Amazon-Bestellung mit dabei. Ansonsten ist noch was von Smith Toys mit dabei, von Galeria Kaufhof und auch noch etwas von My Toys. Dann legen wir mal los mit der Amazon-Bestellung. Ah ja, okay. Das ist hier zum Aufreißen irgendwie. So. Und es ist. Oh, das Messer ist runtergefallen. Es ist der Apache Kampfhubschrauber. Ja, mal wieder ein Flugfahrzeug. Bisher hatte ich ja nur die Messerschmitt und ja, halt auch mal etwas Moderneres, dachte ich mir. Ich werde es mir angucken und dann auch demnächst in einem Review vorstellen. Und ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht weiter hierzu zu sagen. Ich meine, der Karton ist leider wieder ein bisschen beschädigt hier oben. Keine Ahnung, warum das hier immer bei Amazon so ist, dass die Kobi-Kartons ein bisschen beschädigt sind. Aber gut, ich baue es auf und der Karton, den werde ich sowieso nicht mehr brauchen. Weiter geht's mit der Bestellung von Smith Toys und die steht schon echt lange bei mir rum. Bestimmt schon einen Monat. Auf jeden Fall, die hatten ja mal die Aktion, dass man bei einem Artikel ab 50 Euro oder so 10 Euro Rabatt bekommt. Und da habe ich zugeschlagen und zwar war hier alles sehr schön verpackt im Gegensatz zu ja, dem Paket von Amazon. Auf jeden Fall von Harry Potter, Hogsmeade. Also das Set darauf habe ich sowieso abgesehen gehabt. Das werde ich auch aufbauen und hier in einem Video vorstellen. Auf jeden Fall habe ich das, also das war sowieso schon relativ gut reduziert und dann auch nochmal 10 Euro Rabatt. Ich glaube, da habe ich es für 50 Euro so in dem Dreh bekommen und das kann man auf jeden Fall machen. Oder 48, ich glaube, ich habe es für 48 Euro bekommen, also sogar etwas unter 50 Euro. Auf jeden Fall habe ich es zu einem guten Preis bekommen. Ich freue mich sehr, dass ich das habe. Das ist so eigentlich das einzige Set, an dem ich wirklich Interesse habe aus der letzten Harry Potter Welle. Auch wenn sie insgesamt nicht schlecht ist, gefällt mir dieses Set hier nur so wirklich und von daher habe ich mir jetzt das auch nur gekauft. Dann geht es auch noch weiter hier mit dem Paket von Galeria Kaufhof. Ja, Galeria Kaufhof, die kommen ja gerne mal mit einem sehr großen Karton um die Ecke, obwohl man gar nicht so viel bestellt. Ich habe jetzt auch nicht so viel bestellt. Drei Sachen müssten es gewesen sein. Die hatten ja auch noch mal so eine Aktion. Da waren es aber ab 60 Euro und dann 10 Euro Sofortabzug. Von daher, hier auch alles wieder schön verpackt, alles klar. Bisschen Papierkram erstmal noch raus. So, und auf jeden Fall musste ich dann halt erstmal noch auf die 60 Euro kommen und deswegen habe ich mir hier noch diesen Brickheads Nussknacker gekauft. Ist ja, ist ganz nett. Mal gucken, vielleicht wird der irgendwann auch mal teuer und geht dann für ein bisschen was. Einfach mal gucken. Ja, hat so, glaube ich, 8 Euro gekostet. Und was ich halt hauptsächlich haben wollte, waren die beiden Adventskalender. Ich habe mir hier nämlich den Star Wars Adventskalender gekauft und den Avengers Adventskalender. Und durch den Rabatt, die waren sowieso schon ein bisschen reduziert, bin ich auf Preise gekommen von 23 und 22 Euro. Und damit bin ich dann schon zufrieden, weil die Adventskalender, die sind dieses Jahr scheinbar sehr, sehr gefragt. Also vor allem der Avengers Kalender. Da bekommt man fast gar keinen Rabatt drauf und von daher 23 Euro dachte ich mir, komm, schlägst du einfach mal zu, bist auf der sicheren Seite, damit du den hast. Und ja, der Star Wars Adventskalender, der könnte vielleicht auch nochmal irgendwann ein bisschen fallen, aber da wollte ich jetzt auch lieber auf der sicheren Seite haben. Ich wollte die halt schon ganz gerne haben. Ich werde dazu aber kein Review machen, so wie
andere YouTuber. Ich werde die für mich privat halt öffnen. Eventuell zeige ich dann halt mal noch in einem kurzen Shorts-Video oder so die Figuren, wie auch immer. Aber das ist halt eigentlich hauptsächlich privat. So, dann kommen wir zur letzten Bestellung. Das ist die größte und schwerste Bestellung auch hier, die von MyToys. Und es sind an sich nur zwei Sachen drin, aber zwei, ja, das sind schöne Sachen und eine davon ist auch ziemlich groß. Da freue ich mich endlich mal wieder drauf, ein schönes großes Set aufzubauen. In letzter Zeit hatte ich ja vor allem eher kleinere. So, und dann schauen wir mal hier rein. Es ist natürlich auch noch ein Star Wars Set mit dabei, darf nicht fehlen. Aus der 18 Plus Collection, der Darth Vader's Transformationskammer. Auf die hatte ich es auch schon länger abgesehen. Und die hatten bei Smith Toys in der App 15% Rabatt. Und von daher dachte ich mir, da das hier sowieso ziemlich begrenzt ist im Markt, das Set, weil es ja nur bei Lego und bei exklusiven Partnern wieder verfügbar ist, ja, 15% Rabatt sind dafür auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, deswegen habe ich mir das gekauft und ich werde es wahrscheinlich auch aufbauen. Und dann kommen wir hier zur letzten Sache. Ah, herrlich. So ein schöner großer Karton. Der eine oder andere mag es vielleicht schon erkannt haben. Ah, der Ecto One. Auf das Auto habe ich es schon so lange abgesehen und wundere, dass es noch nicht früher in meiner Sammlung gelandet ist. Auf jeden Fall, bei Smith Toys hat es 150 Euro gekostet und dann nochmal 15% Rabatt. Also da habe ich dann so ungefähr 130 Euro bezahlt und das kann man dann auf jeden Fall machen. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden für das Set und das werde ich auch aufbauen, in einem Review zeigen. Das Einzige, was ich jetzt schon etwas schade finde, ist, dass halt keine Minifigur mit dabei ist. Also wenigstens die Ghostbusters, die hätten mit dabei sein sollen müssen, meiner Meinung nach. Und ja, aber ich lasse mir dadurch trotzdem nicht den Spaß nehmen, weil ich glaube, das wird schon eine schöne Angelegenheit, das hier aufzubauen und ja, gut aussehen. Mir gefällt's und von daher habe ich das dann auch gerne bei mir in der Sammlung zu stehen. Ja, und dann nochmal der Gesamtüberblick. Es sind wieder einige Sachen dazugekommen und vor allem halt richtig viel zum Aufbauen. Bei mir sind ja öfters auch mal Investments mit dabei, aber den Ecto One werde ich aufbauen, den Apache werde ich aufbauen, Hogsmeade werde ich aufbauen, die Meditationskammer wahrscheinlich auch und die Weihnachtskalender werde ich auch öffnen. Also eigentlich alles nur zum Aufbauen und der Königstiger, der ist ja sogar schon aufgebaut, genauso wie die Schmiede von The Mandalorian. Also an sich wird nur der Brickhead hier 100% verschlossen bleiben. Und ja, mein Highlight, oh, ist diesmal schwierig zu sagen. Ich glaube aber der Ecto One, weil es halt einfach groß ist. Ich finde ja sowieso die größeren Star Wars Sets immer am besten, zumindest in den meisten Fällen. Und von daher, ja, da habe ich den meisten Bauspaß mit, wenn ich da ein bisschen länger mal basteln kann. Und von daher freue ich mich da jetzt einfach drauf, den auch aufzubauen. So viel dann aber auch schon von meiner Seite aus. Teil gerne mit, was du hiervon am besten findest oder auch gerne, was du in letzter Zeit so für Deals gemacht hast. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag und ciao!